Nach langem Streit haben sich die Koalitionspartner Union und SPD auf eine Wahlrechtsreform für den Bundestag verständigt. Damit soll unter anderem ein weiteres Aufblähen des Parlaments verhindert werden. Der Bundestag ist viel größer, als er sein soll. Gesetzlich vorgesehen sind 598 Abgeordnete, derzeit sind es 709. Nach der nächsten Wahl könnten es noch mehr werden. Das liegt vor allem an Überhang- und Ausgleichsmandaten. Für die kommende Bundestagswahl soll es eine Übergangslösung geben. Union und SPD schlagen vor, dass drei Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden. Zudem soll der komplizierte Verrechnungsmodus zu Überhangmandaten eingeschränkt werden. Ab der übernächsten Wahl soll die Zahl der Wahlkreise von jetzt 299 auf dann 280 sinken. Eine Kommission soll weitere Empfehlungen zum Wahlrecht vorlegen, zum Beispiel eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sowie Maßnahmen für eine gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern im Bundestag. FDP, Linke und Grüne kritisieren unter anderem eine Verzerrung des Wahlergebnisses mit Blick auf das Zweitstimmenergebnis. Außerdem wollen die drei Oppositionsparteien die Zahl der Wahlkreise stärker absenken als Union und SPD, nämlich auf 250 und nicht nur auf 280. Die AfD schlägt eine Deckelung der Zahl der Direktmandate vor. Welche Folgen das Koalitionsmodell für die Größe des Bundestags hätte, ist schwierig vorherzusagen. Womöglich ist der Effekt geringer als erhofft. Experten zufolge könnte die Sollzahl von 598 Abgeordneten weiter deutlich überschritten werden.